So, und da sind wir wieder zurück und herzlich willkommen, ne? Zu einer neuen Runde Hearthstone. Ich war leider im letzten Video etwas leiser, habe ich gerade gemerkt, aber kann ich jetzt auch nichts machen. Ich habe den Ton ein bisschen runtergestellt. Hier in-game und mein Mikro näher an meine Mundöffnung getan. Und dann werden wir mal, ne? Hoffen, dass das jetzt hier ein bisschen besser ist. Ich habe eigentlich nicht an den Einstellungen über Karneval geändert, aber irgendwie war ich doch sehr leise. Wollen wir den nicht? Ah, doch, einmal können wir noch. Komm. Bei unserem Glück kriegen wir den eh nochmal. Nee. Weil wir den ja viermal im Deck haben. So, jetzt kann ich mich aber kurz muten. Das war's. So, Entschuldigung. Da musste ich mal kurz husten, wa? Ich habe jetzt extra den Mute-Knopf hier, das ganze Teil nach oben verlegt. Den Mech-Warper. Mag ich jetzt nicht so die Karte. Zumindest dagegen zu spielen. Hat er jetzt Mechs, dann wäre das ziemlich stark. Hat er Mechs? Natürlich hat er Mechs. So früh schon das raus. Oh. Es gibt schöneres, Leute. Es gibt schöneres. Aber dann spielen wir einfach den hier. Und mal gucken, was er macht. Vielleicht tradet er den ja rein und pinkt den dann noch. Oder wir haben Glück und er greift nur das Gesicht an. Den will er also unbedingt behalten, okay. Will ich ihn jetzt einfach zerstören? So. Oh, ich spüre Betteres, wenn der nicht zerstört wird. 2-2, dann wird er stark. Achso, okay. Der ist also bereit. Los geht's. Zack. Aber warum ich den jetzt nicht ausgespielt habe, ist, den zu buffen hätte mir jetzt nichts gebracht, weil der wird sowieso so zerstört. Okay. Dann trade du meinst auch noch mich. Ja, ne? Vielleicht hätte ich ihn doch einfach waffen sollen. Wie mache ich das? Ich könnte den damit. Ich glaube, das wird Junge. Nochmal die Waffe erneuern. Und ja, das geht auch noch. Die Karte mag ich eigentlich. 3-5 ist... Ich mag solche Werte, so eine Verteilung. Flammenkanone. Und jetzt auch noch Arkane Geschosse, oder wie das Scheißteil heißt. Oder pinkt einfach. Er pinkt einfach. Das ist schön. Los geht's. Ja, der Mockrabler ist eine coole Karte. Aber wenn wir Pech haben, wird er jetzt hier einfach einen Feuerball drauf machen. Tut er dies? Nein. Wir haben ein Schaf, hey. Deleted. Und den spiele ich jetzt auch einfach aus. So Mech haben wir leider nicht draußen.
was lässt er sich denn wieder so zeigen? Das soll eine Waffe sein. Okay. Das ist nicht so cool. Ich könnte jetzt buffen. Soll ich das noch? Ne, schaffe ich gar nicht. Das, was ich vorhatte. Okay. Dann einfach 6 Schaden in die Fresse. Das ist natürlich jetzt scheiße. Warum hat er auch genau den draußen? Der hätte fast alles andere. Oh. Jetzt kommt mal was. Den friert er ein, ja. Aber was macht er jetzt? Sehr cool. Er hat beide reingetradet, natürlich. Genial. Und ein bisschen Schaden wieder ins Gesicht. Mal gucken. Vielleicht können wir ja mit dem hier noch was reißen. Außer, ach nein, ich bin so doof. Er hatte, wenn er jetzt Flammenstoß hat. Das wird er haben. Denn oh, mit 5 Zauberschaden. Also das ist echt stark auf einem Magier an sich, wenn der viele Dinge hat. Zauber. Ich weiß nicht, ob das in Arena. Arena kannst du auch Pech haben, kriegst fast gar keine Zauber. Ich meine, die Karte macht einen Feuerball von 6 Schaden auf 11 Schaden für 4 Mana. Das heißt, du hast 2 Feuerbälle auf der Hand, machst du 22 Schaden. Ihr könnt nicht one-shotten damit. Wenn wir Pech haben, halt, weiß ich nicht, noch Pyroschlag. Der macht dann 15 Schaden. Hier nochmal ins Gesicht. Hm. Okay, wird nicht passen. Aber die Feuerbälle. Und den Frostbowl, wie heißt das? Die für 2 Mana, das 3 Schaden macht und eine Einheit einführt. Oder Charakter. Die macht dann 8 Schaden. Hm. Oder wir machen einfach mal gar nichts. Spielen ein bisschen hier rum. Weil wir haben ja da gewonnen, ne? Wenn er nichts macht, dann... Was soll ich dazu sagen? Kann man das nicht irgendwie... Schade. Aber das ist cool. Ui. Hm. Okay. Ja, das war jetzt ein... geschenkter Sieg, würde ich sagen. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir stehen 3-0 und bis zur nächsten Folge. Tschüss.